Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mikes Meinung bzw. F1 22 basiert. Heute geht es mal um, ihr habt es im Titel schon gelesen, um meiner Meinung nach die 5 schlechtesten Boxeneinfahrten und zwar in F1 22. Bevor der eine oder andere sagt, Mike, Portugal ist noch nicht drin und China ist noch nicht drin, keine Sorge, das weiß ich, aber die kommen in meinem Ranking nicht vor. Fangen wir an und starten mit Platz Nummer 5, nämlich dem Albert Park Circuit. An sich eine echt schöne Strecke, aber bei der Boxeneinfahrt habe ich so das Gefühl, als ob sie die Einfahrt etwas schmaler gemacht haben und die Wahrscheinlichkeit, dass ich da mit meinem Reifen gegen die Bande fahre, ist ziemlich hoch und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir dann Frontflügelschaden hole, ist auch nicht so unrealistisch. Also ich bin kein Fan dieser besagten Boxeneinfahrt und von daher Platz Nummer 5 für den Australien Grand Prix. Platz Nummer 4 geht an den Circuit des Spa-Francorchamps. An sich eine echt geile Strecke, aber bei der Boxeneinfahrt, nee, die und ich werden definitiv keine Freunde mehr. Bei der Einfahrt muss man schon extremst aufpassen, dass man sich da nicht einen Frontflügelschaden holt. Im Prinzip fast genau das gleiche wie in Australien auch, das Problem ist nur entgegengesetzt und glaube ich noch langsamer. Ich kam schon öfters mal mit dem Reifen gegen die Bande, aber von der Boxeneinfahrt bin ich alles andere als überzeugt. Bronze geht an den Circuit of the Americas. Ich bin von dem Kurs so oder so nicht überzeugt und die Boxeneinfahrt kann ich auch nicht leiden. Wenn du aus der vorletzten Kurve nämlich kommst, musst du nämlich auf die linke Seite gehen, dann darfst du die rote Zone auf gar keinen Fall überschreiten. Ich meine, du kriegst selbst Track Limits Verwarnungen kurz vor der Boxengasse, beziehungsweise in der Boxeneinfahrt. Silber geht an den Circuit de Monaco, den ich so oder so nicht leiden kann, aber die Boxeneinfahrt ist auch total schrecklich. Denn wenn man aus der Raskas rauskommt und zufälligerweise niemand gerade neben dir ist, musst du da abbiegen und ganz langsam reinfahren. Also zumindest mache ich das immer so, weil ich das Gefühl habe, dass ich gleich 1 oder 2 km/h zu viel bin. Und dann habe ich dann halt die nächste Strafe am Hals. Kommen wir nun zur Goldplatzierung, die belegt nämlich der Marina Bay Circuit. Also diese Boxeneinfahrt, oh je meine. Also beim besten Willen, aber das geht ja mal gar nicht. Wenn du aus der vorletzten Kurve herauskommst, musst du dich schon links einsortieren. Dann musst du auf die Curbs aufpassen, denn die können dein Auto auch noch aushebeln und du kommst wieder zurück auf die Strecke. Ist mir auch schon passiert. Aber so nah an der Bande heran und dann beim 60er-Schild ist noch gar nicht erst 60, sondern erst ab Beginn der Boxengasse. Also tut mir leid, aber das ist in meinen Augen einfach die schrecklichste Boxeneinfahrt ever. So, liebe Community, das soll es mit dem Video gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Das war übrigens jetzt mein Top 5 Ranking der schlechtesten Boxeneinfahrten in F1 22. Ich bin auf euer Ranking gespannt und in ein paar Tagen gibt es das Ganze auch nochmal mit den Top 5 der besten Boxeneinfahrten in F1 22. Dankeschön fürs Zuschauen, gerne den Kanal supporten und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.